So, und damit herzlich willkommen zu diesem zu dieser Trailer-Reaction zu Venom 2. Ganz kurz mal vorweg, weil die Frage jetzt wirklich schon öfter gekommen ist, ob ich jetzt gar nichts mehr mit Godzilla machen würde, ob das oder ob das alles jetzt so ein bisschen am Schleifen gelassen wird. Es wird jetzt erstmal eine Zeit lang so ein bisschen mehr schleifen als am Anfang, einfach weil ich nämlich gerade in der finalen Phase der Uni bin und das ist einfach eben wichtiger. Werde trotzdem versuchen, so einmal die Woche ein Video hochzuladen. Und dann auch wieder zum Thema Godzilla, also das kommt alles noch auf jeden Fall. Und dann spätestens, wenn sich da ein bisschen der ganze Stress gelegt hat, geht es auch wieder dann wie gewohnt weiter mit so um die 2 bis 3 Videos dann pro Woche. Das sollte schon klar sein und das wollte ich einfach nur mal erwähnen, bevor wir uns jetzt hier mit Venom 2 befassen. Ja, wie stehe ich denn zu Venom 1? Im Gegensatz zu vielen anderen fand ich Venom 1 vollkommen in Ordnung und solide. Er hätte auf jeden Fall besser werden können. Aber ich kann dieses ganze Gejammer nicht mehr hören, von wegen, das ist alles viel CGI, das ist alles. Venom ist kein schlechtes CGI. Und da kann mir auch der größte Filmprofi erzählen, was er will. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Die Story kann man ganz klar kritisieren. Man kann auch kritisieren, dass der Film nicht R-rated war, was ich auch schade fand. Aber sich ständig bei einem Film wie Venom am CGI aufzuhängen, ist einfach, ich finde es einfach nur lächerlich und anstrengend. Deswegen wird es da keine große Kritik jetzt von mir ausgeben. Von meiner Seite aus, es sei denn jetzt, der Venom 2 Trailer wird technisch so schlecht sein, dass man es eben mal erwähnen muss, kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich freue mich auf den Film tatsächlich. Ich hoffe, dass sie vielleicht von der Story jetzt ein bisschen mehr machen, als sie es beim ersten Venom-Film gemacht haben. Und an sich will ich einfach nur einen coolen Kampf zwischen den beiden sehen. Ich will Venom versus Carnage sehen. Das ist, was ich von dem Film mir so ein bisschen erwarte. Und bin ich echt mal gespannt, ob das auch wirklich dann passieren wird. So. Dann gucken wir mal in den Trailer rein und schauen mal, was der uns verrät. Wie bitte? Uiuiui. Guten Abend, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Guten Abend, Venom. Und ich sag Hallo, Mrs. Chen. Er sagt Hi. Der Ton ist ja ganz anders, oder? Das ist eine ganz andere Tonalität tatsächlich. Oh Gott! Ich weiß nicht, ob ich es cool finden soll oder nicht. Entschuldigung. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. War das gerade eine Anleihe an Spider-Man? Auf, jetzt zeig mal, was du so drauf hast, Mann. Jetzt will ich endlich Carnage sehen. Ja. Ach, echte. Mehr zeigt ihr mir jetzt nicht von Carnage. Die Schokolade wurde noch nicht geliefert. Nein, dann muss ich Mrs. Chen fressen. Nein, nein. Was? Nichts. Okay. Da fangen wir ganz kurz mal mit dem Ton an, den der Film irgendwie einschlägt. Ich fand das zu Beginn echt sehr befremdlich, dass da jetzt wohl so eine kleine Buddy-Komödie draus gemacht wird zwischen Eddie Brock und Venom. Ich hätte mich da jetzt mehr auf so ein dramatisches Schicksal gefreut, dass es eben eine Riesenlast ist, Venom in sich zu haben. Was man auch mit dem Hulk hätte machen sollen, was man auch im ersten Hulk-Film gemacht hat, der zum MCU eben gehört, mit Andrew Edward Norton, Entschuldigung.
Edward Norton. Da hätte ich mir einfach jetzt mehr so ein bisschen was Düsteres erhofft. Mann, wir haben doch jetzt langsam genug von diesen lustigen Superheldenfilmen, wo alles lustig ist und aha, ich habe einen Parasiten und ah, der will die Kassiererin fressen, aber ich lasse ihn nicht. Es ist doch echt genug. Tatsächlich aber der Moment, in dem Carnage anfängt zu reden. Ich weiß nicht mehr, wie der Wirt heißt von Carnage. Ich wusste es auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall, ab dem Moment wird das Ganze wieder schön düster. Und ich hoffe, das ist auch so der Hauptteil dieses Films. Ich habe Angst, dass wir einen Kampf zwischen den beiden bekommen, der total an Shazam erinnert. Shazam ist ein guter Film, aber für mich kein guter DC-Film, weil er einfach auch alles ist lustig, alles ist witzig. Und Shazam haut nur One-Liner raus, während der Bösewicht versucht, böse zu sein, was aber nicht rüberkommt, weil Shazam eben alles auf die Schippe nimmt. Und ich hoffe, das passiert hier nicht. Ich will hier einen ernsten Kampf sehen zwischen Venom und Carnage. So viel erstmal dazu. Dann, dass sie jetzt Carnage am Ende nur einmal ganz kurz zeigen, fand ich ein bisschen schade, zumal Carnage ähnlich aussehen wird wie Venom, nur einfach rot. Und das haben wir eben gerade auch schon gesehen. Deswegen hätte man da nicht so ein Geheimnis draus machen müssen. Aber gut. Ansonsten habe ich schon Lust drauf. Ich habe noch ein bisschen mehr Angst, dass es eben dieses lustige, ich muss es jetzt einfach sagen, das ist wie jeder andere Marvel-Film einfach jetzt auch. Mit so einem düsteren Hauch zwar, der vielleicht aber einfach durch Venoms sarkastische und lustige Art und der Buddy-Komödie zwischen den beiden wieder so komplett wegfällt. Oder mal abwarten. Mal auf den zweiten Trailer abwarten. Ich hätte auf jeden Fall gehofft, dass das Ganze ein bisschen düsterer eben ist. Aber wir haben halt von Carnage auch noch nicht wirklich viel gesehen. Das heißt, Carnage ist ja ein Psychopath tatsächlich. Carnage ist auch in den Comics wesentlich brutaler als Venom. Und vielleicht machen sie ja dann eben was da draus. Ich hoff's auf jeden Fall sehr. So, gehen wir jetzt mal ganz kurz noch die ein oder andere Szene hier durch. Sekunde. Ja, wieder ein bisschen die schöne Musik an. Und wir schauen einfach mal. Denn es gibt ein paar Dinge, über die wir reden müssen. Einmal zum Beispiel die Spinne, die zerdrückt wird. Dazu kommen wir aber dann, wenn man die Spinne sieht. Ein bisschen Sound brauchen wir schon. Und ich weiß, ich habe am Anfang von dem Trailer, habe ich hier wirklich kurz gelacht, aber ich finde das auch gerade nicht lustig irgendwie. Ich finde das gerade voll nervig, wenn, oh Gott, wenn dieser Film viele von diesen Szenen drin hat. Ich glaube, das wird echt nervig. Ich finde das gerade nicht lustig tatsächlich, obwohl ich am Anfang drüber gelacht habe, weil es einfach so unerwartet gekommen ist. Aber ich habe den ersten Teil auch lang nicht mehr gesehen, aber ich bin der Meinung, Venom war da nicht so ein Clown. Er war auch nicht der krass brutale Venom, den wir jetzt in den Comics gesehen haben. Aber er war auch nicht so ein Dappes, oder? Er war, keine Ahnung. Das ist sau. Ja, das ist echt sau widerlich. Ich habe gerade überlegt, ob das einfach nur, ob das vielleicht ganz gut ist, was er hier gekocht hat, aber er hat einfach Waffeln mit Würstchen, mit Ei. Und hier sind so, meine Maus sieht man ja gar nicht. Ach, verdammt. In der Waffel sind so kleine Bohnen drin. Da ist der Durchfall vorprogrammiert. Das ist echt, das ist lustig. Das finde ich nicht schlecht. Über sowas kann ich lachen, weil ich aber auch sehr schadenfroh bin. Und aber auch sehr toll, Patrick. Also das ist schon okay, dass ich schadenfroh bin. Ja, Marvel ist halt wieder jetzt hier sehr präsent. Ja, Venom ist jetzt halt irgendwie so ein Buddy von Eddie Brock. Ich finde das blöd, keine Ahnung. Ich hätte das viel cooler gefunden, wenn es jetzt in Venom 2 darum geht, dass er versucht, Venom zu unterdrücken und schafft es dann vielleicht auch irgendwie, aber dann kommt auf einmal Carnage. Und auf einmal weiß er halt, okay, ich kann es nicht weiter unterdrücken. Ich brauche dieses Monster jetzt eben wieder.
Naja, sie machen es halt eben so. Okay. So, was haben wir jetzt hier an der Wand stehen? Hier steht, The Phoenix will rise. Ich habe leider keine Ahnung, ob das eine Referenz zu den Comics ist. Das könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare reinschreiben, weil ich wirklich nicht allzu viele Comics kenne und schon gar nicht mit Venom und Carnage. Ich kenne da eben nur Informationen von anderen Leuten, die die gelesen haben. Aber ob das hier alles irgendeine Bedeutung hat, das weiß ich leider nicht. Dieses Jahr nur im Kino. Das ist aber sehr gewagt. Das ist aber sehr gewagt, das noch ganz so provokant hinzuschreiben. Wissen die mehr als wir? Denkt drüber nach. Oh Mann. Ich finde das hier sau interessant. Ich weiß nicht, ob das darauf hindeuten soll. Nee, es soll, glaube ich, einfach nur. Es soll nicht darauf hindeuten, dass Spider-Man in dem Film auftaucht. Das ist einfach nur so ein kleiner Hink, dass Spider-Man in dem Film nicht auftaucht. Weil er eben noch sagt, wir warten auf den Retter, der eh nicht kommt, und er zermatscht dann so die Spinne. Ich finde das ein ganz cooles. So ein ganz cooler, ganz cooler, ganz cooles. Ihr wisst, was ich meine. Mir fehlen gerade die Worte. Entschuldigung. Ein ganz cooler Hink. Seitenwink ist ja auch vollkommen egal jetzt. Jetzt frage ich mich aber auch hier, weil er schon in seiner Zelle drin ist und er redet schon von wir. Dann muss er jetzt ja aber auch schon in diesem Moment von Carnage wissen und besessen sein, oder nicht? Und das kommt gleich dann nochmal, wo ich mich auch gefragt habe, was bedeutet das jetzt? Sekunde, wir machen gerade mal weiter. So, jetzt wird er hier hingerichtet. Ne? Er bekommt hier auf, oder ist das einfach nur eine Testphase, in der er jetzt erst Venom einverleibt bekommt? Weil ich habe das irgendwie so verstanden, dass er hier hingerichtet werden soll, aber durch den Carnage-Symbionten in sich drin stirbt er eben nicht, sondern Carnage kommt heraus. So habe ich das zumindest jetzt verstanden. Das würde aber heißen, dass Carnage aus irgendeinem Grund oder irgendwie schon vorher in seinen Körper gekommen sein muss. Oder eben, oder das ist erst Carnage, aber sie zapfen ihm ja hier das Blut ab. Nein, die zapfen ihm kein Blut ab. Sie spritzen ihm eine grüne Flüssigkeit. Ja, sie spritzen ihm das Gift. Ich muss gerade noch mal was gucken. Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe eben was gemerkt. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Achtet mal auf das Blut von ihm. Also ich habe es jetzt verstanden. Er soll hingerichtet werden, aber kurz bevor er hingerichtet wird, aktiviert sich einfach Carnages Macht. Okay, und das sieht man in dem Moment hier. Könnt ihr sehen, wie das Blut, also rechts seht ihr, wie das Gift den Schlauch langläuft. Und von links kommt aber jetzt das Blut hoch. Und das Blut stoppt das Gift. Seht ihr das hier? Ich muss die Maus wieder anschalten beim nächsten Mal. Es tut mir echt leid, aber ihr seht es, denke ich mal, auch so. Okay, ich habe es verstanden. Er soll also hingerichtet werden und in dem Moment kommt Carnage zum Vorschein. Das heißt, Carnage ist schon in ihm drin. Wahrscheinlich, als er in Venom 1 auf Eddie Brock trifft, wird er wahrscheinlich schon mit Carnage als Symbiont in Verbindung gekommen sein. Das ist einfach nur eklig, aber irgendwie cool. Das passt zu diesem Venom-Carnage-Ton. So stelle ich mir zumindest vor. Das finde ich cool. Das gefällt mir übrigens auch,
Ich mag ja diese Effekte, die sie benutzen, deswegen werde sie wieder ankommen. Das sind so schlechte Effekte. Auf gar keinen Fall sind das schlechte Effekte. Erzähl mir keinen Mist, ey. Es sind nicht die besten Effekte, natürlich nicht. Es gibt wesentlich bessere Effekte. Aber das ist kein schlechtes CGI. Da muss man wirklich einfach mal die Schnauze halten und sich mal andere Kriterienpunkte. Ach, was ist denn los? Sich andere Kriterien suchen, um einen Film unbedingt niederzureißen. Wie die Story, das kann man ja ruhig machen. Aber nicht die Effekte. Da sieht man übrigens auch Carnage. Ich bin der Meinung, Carnage wirkt wesentlich wuchtiger als Venom und das haben sie ganz gut gemacht. Ich habe noch so ungefähr im Kopf, wie das ausgesehen hat, wenn Venom diese Angriffe gemacht hat. Und bei Carnage wirken sie einfach viel wuchtiger, viel, viel zerstörerischer. Und er hat hier auch wirklich so ein Netz gesponnen. Außenrum. Interessant. Ja, jetzt haben wir hier Carnage. Sieht ganz cool aus. So eine Mischung aus Licker, aus Resident Evil und Venom. Ja, ich habe mir übrigens eben gerade mal überlegt, warum sie den Ton sehr wahrscheinlich doch wesentlich lustiger machen und wesentlich mehr Richtung MCU gehen. Ist es nicht so, dass man plant, ein Spider-Verse zu eröffnen, in dem Tom Holland die Hauptrolle spielen soll? Und er soll auch mit Venom in einem Universum spielen und eben dann auch mit dem Vampir Morbius. Wenn das nämlich der Fall ist, dann macht es natürlich Sinn, dass sie den Weg jetzt gehen. Obwohl ich es halt nicht cool finde einfach. Es tut mir echt leid. Ich hätte so gern mal was schön Düsteres einfach gesehen. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie eben sagen, okay, wir müssen ein bisschen versuchen, das wenigstens minimal anzupassen, damit Spider-Man nicht komplett komisch wirkt, wenn er in dieses Universum mit eintreten soll. Und Peter Parker ist nun mal einfach sehr, sehr lustig, sehr humorvoll und kann gut sein, dass das der Grund ist, weil man hier eben schon ein bisschen weiter denkt, ein bisschen weiter plant. Ja, ist auf jeden Fall okay. Mehr kommt jetzt auch nicht mehr im Trailer, bin ich der Meinung. Ja, gut, sie wird mit Sicherheit, wenn es mehrere Filme geben wird, wird sie immer so eine kleine Gagrolle spielen, wo man sie halt dann irgendwie, ja, ich will sie fressen, nein, darfst du nicht und so. Ja, ist okay jetzt. Auch das fand ich im ersten Film wesentlich lustiger und wesentlich besser als er sich so mit Venom unterhalten hat und versucht hat, aber nicht komisch dabei rüberzukommen. Und ja, da hat er halt unsere Sprüche gebracht, wie ich habe einen Parasiten, hat sich so am Kopf gejuckt und alles. Das fand ich wesentlich lustiger als das jetzt hier. Mal abwarten. Jetzt kommt übrigens ein sehr schöner Shot, bin ich der Meinung. Und das hier. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, ich habe jetzt halt nur auf Stopp gedrückt, ne? Das ist eigentlich ein sehr schöner Shot. Aber ich glaube, ein Shot, der hinter einem beleuchteten Kirchenfenster ist, weil da so viele Lichter nebenbei rauskommen und du hast so eine düstere Kreatur eben dann davor. Ich glaube, das ist relativ immer ein guter Shot. Aber es gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Gut. Das war ja auf jeden Fall gewesen. Kann man hier gerade nochmal einblenden. Venom, Let There Be Carnage, der erste Trailer, den wir jetzt eben bekommen haben. Und ich denke, ja, ich habe Lust drauf, aber ich wäre auch nicht sauer, wenn der Film nicht im Kino kommen würde. Seit man eben dann gerade auf HBO Max diese ganzen Sofort-Releases hat, habe ich halt gemerkt, es gibt so ein paar Filme, ja, den muss ich nicht unbedingt im Kino sehen. Dazu gehört auch nicht Godzilla vs. Kong. Den muss man im Kino sehen, bin ich der Meinung. Mortal Kombat leider, muss ich dazu sagen. Den hätte ich im Kino nicht sehen müssen. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn auf HBO Max gesehen und ich bin der Meinung, es hat komplett gereicht. Ich glaube, Venom ist auch so ein Film, der einfach im Heimkino auch gut funktioniert. Und ja, gut.
Lasst mich auf jeden Fall auch wissen, was eure Meinung ist zum Trailer und was sind eure Erwartungen zum Film. Wie steht ihr zum neuen Ton, der ja anscheinend komplett, oder nicht komplett, aber er wurde auf jeden Fall ein bisschen humoristischer gemacht. Würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Oder auch wenn ihr die Comics kennt, passt das überhaupt noch zu Venom oder ist es momentan ein bisschen mehr die Deadpool-Schiene einfach, die jetzt nochmal gefahren wird. Das ist, naja. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video jetzt erstmal. Und wie gesagt, ich werde mich bemühen, sobald ich dann mit der Uni komplett durch bin, wieder ein bisschen regelmäßiger was zu machen. Und dann passt das auch. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich wünsche euch was.